Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Sonntag, Samstagmorgen. Einen wunderschönen im Multiplayer zusammen mit dem Philipp, hallo. Moin. Ja, ich bin jetzt hier noch immer am Ansehen. Die Sonntagsfolge seht ihr dann, dass wir getauscht haben, dass ich mal Gülle und er anseht. Oder wir beide ansehen, je nach wie weit wir beide kommen. Alter! Junge! Du stehst also mit 80 über den Hügel drüber, oder was war das genau? Vielleicht. Wir waren gerade beide in der Aufnahme im roten Bereich. Junge. Alter. Ey, du meinst im roten Bereich. Übersteuert mit der Lautstärke von der Stimme. Lag. Oh. Starker Lag. Immer noch Lag. Ich glaube, das lag daran, dass ich aufgeladen habe. Ja, ja, wahrscheinlich wurde es halt gespeichert. Sorry. Oh, funktioniert das? Oh scheiße, ich habe mein Handy vergessen auszuschalten. Egal. Ja, das funktioniert. Ich hoffe, man hört meine Klima nicht zu stark. Ich habe die jetzt angeschaltet, bei mir im Zimmer hat es 50.000 Grad, Alter. Das ist nicht Feuer. Genau. Ja. Boah, Alter. Fahr mich ja nicht rein. Alter, okay, er ist vorbeigefahren. Nein, ich doch nicht. Ja, so wie du gerade da drüber geflogen bist über den Hang. Du hast sie den einmal aus Versehen. Ja. Was? Und einmal offline in der und einmal offline im Anhänger umgeschmissen, was? Nein. Da war ich aber selber schuld. Hä? Wieso ich? Ja. Ich war am anderen Ende vom Feld, du warst am Hof. Muss ich wieder mal diese starten? Ich glaube, wir brauchen tatsächlich gar nicht allzu lange fürs Ansehen, weil es geht gut voran. Hier auf dieser Seite. Ja, okay, die andere Seite ist nochmal um und wahrscheinlich um die Hälfte größer. Oder um ein Drittel auf jeden Fall. Möchte ich dann vielleicht einen kleinen Teil stumm schalten? Ja, das mache ich dann. Oder weswegen meinst du? Ja, das heißt, Flipsy ist kurz gemutet. Allgemein auch in der Aufnahme, weil ich habe letztens schnell mein Headset ausmachen können. Das Mikrofon halt davon. Ich glaube, man hat in der Aufnahme gar nichts gehört. Okay, ja, kannst du dann schauen. Ansonsten ist halt mal ein ganz kurzes Gewulle drin, ist ja nicht so schlimm. Naja, meine Mama mag das nicht so gerne. Ich dass ich wieder kurz mein Mikrofon gefasst habe, der ist nicht so leicht wie beim Flug. Bei mir ist tatsächlich auch nicht ganz so leicht, weil ich muss einmal raustappen und spielen und dann mich stumm schalten. Also das ist auch nicht so viel schneller. Du kannst aber einfach weggehen. Die jetzt die Gesicht kratzen. Der ist leichter, ja. Glaub ich, ja. Definitiv. Boah, ich feiere es richtig in der Nacht mal arbeiten hier. Auf der Rade. Ja. Wie viele Bahn hast du denn eigentlich noch hier? Ja, das ignorieren wir auch einmal mal ganz kurz. Eine halbe. Okay. Ich bin ja fast schon 20 wahrscheinlich, oder? 18 momentan. 10. Hoi. Sag ich 1 km/h langsam, was du? Federschritt 210.
Okay. Der Porsche. 140, 60, 80, okay, 200. 10 PS weniger. Was meint Johnny? Ich weiß. Aber Skille verschleißt nicht schneller. Flo. Hm? Skille verschleißt nicht schneller als 17. Okay, dann war ich 1 km/h schneller. Der Traktor wird es leicht schaffen. Leicht. Fährst dann auf die andere Seite rüber. Jo. Komm ich da durch? Nee. Ich will es tatsächlich nie riskieren. Dann fahr ich wieder auf das gegülte Zeug rüber. Die Reifen müssen ja mal ein bisschen leiden, Alter. Das ist der Leine, jetzt mache ich mal zu hier in der Kabine, damit es warm wird. Draußen doch kalt. Ja, 19.28 Uhr im Sommer. Ich glaube, da ist noch relativ warm. Sie wären es bloß in Real Life eine halbe Stunde später. Ja, wir mit 20.07 Uhr. Ja, knapp. Hoffentlich geht es gut. Aber eins muss ich jetzt wirklich nachschauen. Wird das jetzt wirklich doppelt gedüngt? Ja. Es wird sogar doppelt gedüngt, wenn ich nicht gruppe. Stimmt, bis auf der eine Streifen, wo vorher gegruppert wurde. Ja. Ja, dann wir mal danach. Wir hätten pflügen müssen. Ja, müssen wir bei der 16 auch noch. Warte mal, haben wir eigentlich? Muss ich ganz kurz gucken, weil ich habe irgendwie, muss ich sagen, keinen Bock auf normalen Pflug. Haben wir eine Tiefenlocker da drin? Ja, den drin und der funktioniert auch, den habe ich schon mal ausprobiert. Die funktioniert natürlich nicht. Wir können den Treffler nehmen. Den Tiefenlockerer. Schrägstrich Gruppe. Ja, funktioniert der? Mal schon, ich habe also einen Singleplayer jeder. Ja, mit dem Gruppe kann man Fehler nächste Start vorbereiten. Hä, warum ist das Gülle fast aus? Ich feiere die ganze Zeit lang. Ja, mich wundert es halt, weil er halt unser Gruppe drin ist, deswegen traue ich dem Ganzen nicht so. Wo ist Gülle? Wo ist Gülle? Wahrscheinlich ab ganz vorne. Als ob ich so. Die nicht eingeschaltet habe. Was hast du die ganze Bahn jetzt? Da fährt er wieder hoch. Ich hab die ganze Bahn versemmelt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Umgerissen. Egal, wir haben ja Zeit. Michelin-Reifen macht jetzt nichts. Schallwerbung, aha, ja. Nee, beste. Jetzt nein! Oh, Gott! Wieder nicht angemacht. Ja, Gülle fass jetzt nicht an. Okay. Einmal mit Profis für 5 Minuten. Ja. Ich glaube, ich lasse dann den Helfer laufen. Dann ist das halbe Feld gegült und der Rest irgendwie leider so kleine Lücken immer wieder. Ne, ich fass da eine Bahn hoch, mach vorne dreimal Vorgewende. Dann lasse ich den Helfer fahren, weil ich dann gleich auf die 16 rüber springe und Flügen anfangen. Ja, dann probierst du dann probierst den einfach mal aus. Ja. Aber funktioniert, wenn nicht, dann kommt er weg. Oder er bleibt. Und als Gruppe. Als Gruppe bleibt er dann und dann kommt der Agromulch 6M 6 Meter her. Weil der funktioniert auf jeden Fall. Nee, das wäre dann auch irgendwie blöd, wenn wir uns einen Traktor extra dafür nur zum Pflügen kaufen, also zum Tiefenlockern. Wieso, der braucht 230 PS? Nein, ich meine es den einen Tiefenlockerer.
Welcher der. Welcher von dem. Der Monte Tiefenlockerer drin ist. Ja? Der eine. Mit 8 Meter. Ja, der funktioniert nicht als Pflug. Die haben alle den gleichen Sinn, Gruppe. Den gelben! Ja, den Cultiplo Platinum 8 Meter. Ja. Das ist der normale. Oh. Alter, ich geh nicht da gerade umherfahren. Ja. Der funktioniert. Doch, der geht. Nein, die funktionieren nicht als Pflug. Natürlich. Nein, das ist nicht der Mod, das ist der Standard. Und der Standard funktioniert nicht. Dann können wir den Agro-Mulch 6M nehmen. Ja, den wo ich von Anfang an gesagt habe, außer. Außer der ja. Treffler, warte mal, wie viel hat der Treffler? 6,2, der wäre sogar breiter. Welches? Ja, ich betanke jetzt. So fahrt er nicht mehr. Wir probieren einfach mal aus, ob der Treffler funktioniert. Ich glaub's zwar nicht, aber wir sehen's ja dann. 330 PS, oder wie viel braucht der Treffler? Ja. Nee, der Treffler braucht 200. Und der ja, okay, wie viel locker der 230 oder 220, was er braucht hat. Ja, 230. Ah, das ist ja, okay, denn das ist gleich mit beim 75er. Dann lasse ich meinen großen Johnny leider Gottes alleine. Wenn du kurz Zeit hast, kannst du das, den Unibock nochmal auffüllen. Ja, kann ich dann gleich machen. Damit die Zuschauer auch ein bisschen abbekommen. Ich hab die Bahn eh gleich. Bin ausgestiegen, ich lass ihn laufen, gell? Ja. Ich sehe die Lichter da hinten noch leuchten. Würde es sein, wenn es so ein komplett automatisches GPS gibt, das wo umdreht, wieder einschaltet und losfahrt. Und dann noch den Tempomat, für den Motor, also der Tempomat drinnen bleibt. Oh, das wäre dann Luxus pur. Ja, die waren doch nicht schlecht. Dann fahren wir mal nach vorne hier. Senken wir es bestimmt nochmal ab. So wie ich mit dem Ding Flug hier um, also Gestänge hier umgehe. Überlebt es nicht lange. In Real Life hätten wir es schon austauschen müssen. Ja. So, dann springen wir mal ganz kurz zum Unimog, da ist er. Oder ist er komplett leer? Oh, jetzt regnet es wieder. Okay. Ja. Nur so platsch platsch an meinem Fenster hinter mir. Okay. War gerade waka waka. Ich hoffe, ich lasse es nichts. Also ich sehe es nicht genau, aber ich glaube, ich fahre richtig. Du hast da Hilfe? Nee. Ich gülle. Also. Wenn ich ganz weit weg gehe. Lager, okay. Warst du schon mit dem Unimog, ja, gell? Ja. So, bin auf dem Weg. Ja, du kannst dann gleich den Treppentunnel durch.
Ja, ich setze ihn dann an. Und dann lasse ich ihn einfach mal fahren und hoffe, dass er funktioniert. Und wir sind tatsächlich immer noch auf der Suche nach einem dritten Mitspieler. Es hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet, der auch wirklich immer oder beziehungsweise Zeit hat. Und meistens nehmen wir an einem Stück auf. Ja, das heißt, ihr müsst schon mal so 2-3 Stunden Zeit haben. Ja. Mit dann auf die ganze Folge. Naja, 2 Stunden eher. Weil 3 Stunden ist wirklich knapp bei uns aus, aber. Ja, bei mir geht's eigentlich. Also ich habe das Frontgewicht mit dran. Und die Regeldruckluftanlage. Von den Reifen. Also beim Johnny. Ja. Normal müsste es lücken. So, die Verbreiterungsflügel ausgeklappt. Sieht schon geil aus. So, jetzt muss ich wirklich mal nachschauen, wie viel PS ich brauche. Für was für eine Gruppe? Der Fla 200. Das heißt, der 75er dürfte es ziehen. Ja, genau, Leute, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Und zwar haben wir tatsächlich jetzt die Felder getauscht. Die 45 ist weg und wir haben das Feld 6 in Besitz. Ach ja, genau, da haben wir. Was ist da überhaupt drauf? Ich glaube Sojabohnen. Sojabohnen. Ja. Das sieht natürlich sehr schön aus. Das heißt, da müssen wir einen Farb nehmen machen. Ja, das ist natürlich ein bisschen nicht ganz so geil. Was passiert? Lass mich einsteigen. Ja, ich bin draußen. Es wird richtig dunkel. Oh, Ja. So, da sind wir wieder zurück von dem kurzen Cut. Weil das wollte ich ja nicht anziehen, wenn wir den wieder runtergekriegt haben. Naja. Da vorne. Ich sag's mal so. Kann ihn runterlassen, aber schlecht ziehen. Aber es geht. Wie ist eigentlich schon hier drin? Leer. Ja, 9. Ach nee, in den. Bist du auf der 16, ja? Ja. Nur ein bisschen warten. Ups. Oh, da hätten wir schon abladen können. Mal ein bisschen zurückfahren hier. Passt mein Blätter hier. Wo ist denn unser MP-Track? Da ist er. Sagen wir, sind wir hier weiter ran. Nicht, was der GPS gehört. Also, er zieht's.
Okay, also das, was ich da gerade mache, springt gar nichts. Nicht? Nein, der gruppert nur. Aber ich fahre jetzt noch ein kleines Stück der Scheiße. Vielleicht liegt es an der Synchro. Nee, das liegt nicht an der Synchro, das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Grupper und kein Flug oder jetzt aber. Okay. Nee, aber wir haben das den Ort. Alter, was? Jetzt leckt es gerade richtig, Alter. Jupp. Ja, dann kommt er weg, oder? Nee, ich würde sagen, wir lassen ihn einfach als Grupper. Wobei, wir brauchen eigentlich gar keinen Grupper. Weil wir haben ja alles als Direktsaat. Jupp. Oder hat die, unsere Sämaschine hat die Direktsaat, unsere Horsch hat die Direktsaat, ne? Ja, ja, die Horsch hat Direktsaat. Ja, okay, dann kann er weg. Dann kaufe ich den einen gelben Mod. Ja. Weil der ist unter Grupper schon drin gewesen und das heißt eigentlich, dass ein Grupper auch ist. Ja, aber gedownloadet haben wir ihn unter Tiefenlockerer. Ja. Er sieht halt, von den Zinken her sieht er aus wie ein Tiefenlockerer, ist aber nicht. Davon ist fahren nennen, nochmal springen wir nochmal rüber zum Jamberium und zum Unimog. Mit der Helfer angesetzt wird. So. Also kommt er weg. Ja, würde ich sagen, wir brauchen im Prinzip keine Gruppe. Wenn wir alles kann direkt Krüger, Linger, Ding auch weg. Was für einer? Den anderen, wo wir haben. Achso, der kleine da, ja, der kann auch weg. Der 5 Meter oder was er hat. Ja. Da ist der. So, ganz kurz Unimog aus dem Weg. Aber da wird es halt jetzt knapp ziehen. Wir können auch gerne tauschen, du kannst auch gerne den B-Truck nehmen und nicht neben meinen Fendt. Ach schon, alles gut. Fehlende PS gleich, ich so verrückt hat aus. Ja, ja. Das weißt du doch. Da ist er. Ist eigentlich schon. Boah, der hängt aber jetzt richtig drin. Okay, ich kann hier ansetzen. Ich muss mal Gewichts-Upgrade vorne drin. Sollte. Alter, das wäre richtige Schaukelfahrt. So, ich jetzt mal Hilfe. Und viel Spaß. Besser. Bin mal gespannt, ob er. Ja, okay, bis jetzt macht das. Gucken wir später wieder hin. Alter. Jetzt häng ich drin. Toll. Ne, da drauf. Wir fertig gefahren? Nein, alles gut. Das Gewicht vorne ist zu leicht. Also eindeutig zu leicht. Ich hab schon, ja, nicht gerade wenig von dran. Baum. Ja, ich sehe schon, ich muss dann bald zurück zum Hof. Saatgut holen, hab bloß noch 24%. Ich müsste aber für diese Seite vom Feld ja auf jeden Fall noch reichen. Ja, easy. Hier ist gleich. Ist noch eine Bahn. Ja, das ist noch eine Bahn. Nein, nicht der Schlepperdreieck. Was geht denn ab am Hof, Alter? Okay, so wie es aussieht, da flippt sie gerade mit den Gewichten zu kämpfen. Ja, das eine Gewicht steht falsch und da. Ja gut, das ist natürlich dann scheiße, ne? Das eine Degen hat Gewichte haben IC. Simple IC. Welche Gewichte? Die Degen hat Dinger da. Achso. So, machen wir diese Bahn fertig. Und jetzt unten noch eine.
Dann haben wir die erste Hälfte fertig. Oder Flügel. Geht auf den Weg, oder? Wenn wir für jedes einzelne Körnchen zahlen müssen. Die, und das andere hat auch Eis. Oh. Okay, ist nicht besser geworden mit einem Gewicht. Meinst du, da fand ich zu leicht? Och, ja, bisschen. Aber die zwei Gewichte bringen's. Wenn eins nicht reicht, klatsch mal zwei dran. Ja, du weißt, glaube ich, welche ich meine. Ja, der so vorher nochmal diese 3-Punkt-Aufnahme hat, oder? Ja, genau. Ja, wir sind ja auch da wieder. Und das Heckgewicht dann nochmal. Aber der hängt wirklich schon ganz schön drin in der Federung. Ja. Vorne wie hinten. So. Wie sieht's eigentlich beim Helfer drüben aus? Ja, okay, er macht's. Er hat zwar hier ein kleines Stück hinausgelassen. Alter, ja. Ja, das müssen wir selber machen. Ist jetzt richtig dunkel, ne? Ja. Dunkel, und wir sind auch mit der heutigen Folge schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann am Morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderat MLS 19. Und bis dahin, haut rein, Leute, und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.